So, einen Nachmittag ein bisschen rumgebastelt, gesägt, geschmirgelt und gebrannt. Und schon habe ich mein eigenes Sockenlineal. Super, oder? Keine 25 Euro ausgegeben. Also wenn ihr ein bisschen Restholz zu Hause habt, könnt ihr das tatsächlich super einfach selber basteln. Also ich bin ja eigentlich Perfektionist und ich muss gestehen, so ein paar Sachen, da ist ein bisschen diese oberste Schicht abgeblättert, aber das habe ich alles weggeschmirgelt. Also super glatt, aber solche Sachen, so ich denke, oder hier beim Brennen, da seht ihr auch, das relativ unregelmäßig. Aber das ist ja in Wahrheit scheißegal. Das Wichtige ist, dass die Maße stimmen und dass es weich ist, also dass hier nichts hängen bleibt, dann, dass es schön abgeschmirgelt ist. Und ich glaube, damit kann ich leben. Ich glaube, das ist schön. Damit ihr das seht. Also die Maße stimmen tatsächlich. Ich bin gerade bei meinen 21. Ich habe gerade kurzzeitig einen Schockmoment gehabt, aber das passt. Perfekto. Ja, und so nutzt man das Lineal. Also man steckt quasi diese Rundung hier hinten rein, kann es mit zwei Händen schön hier fixieren, schön festmachen. Und dann spannt man das Ganze ganz leicht, dass die Nadeln gerade liegen und sieht dann, man muss noch einiges stricken. Also die Nadeln müssen quasi parallel hier liegen. Und bei mir, ich stricke die 40-41, brauche ich insgesamt 21 cm. Und dementsprechend muss ich jetzt hier bis dahin noch stricken und dann kann ich meine Fußspitze anfangen. Super, oder? Also ich finde das idiotensicher, einfaches Gadget und ganz ehrlich, das kann man sich selber basteln und muss keine 25 Euro für so ein Holzding ausgeben. Das ist ein bisschen zu viel. Was cool ist, ich habe gesehen, es gibt welche, die haben diese Sockentabellen tatsächlich auch hier drauf. Hätte ich auch gern gehabt, aber das hätte ich nicht einbringen können. Das so klein kann ich nicht schreiben mit dem Ding. Aber ganz ehrlich, dann mache ich es eben so.